Ich bete, dass du mir helfen kannst. Hast du zufällig Holzgebeine an diesem Strand gesehen? Wie dieses hier? Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Hast du was verloren? Es ist seltsam. Aber ich weiß es nicht. Ich wachte benommen auf und klammerte mich an diesen Holzarm. Als sich der Nebel lichtete, umgab mich blaues Licht. Ich hörte vertraute Stimmen, die ich nicht einordnen konnte. Ich weiß nur, dass ich die anderen Gebeine brauche. Hallo, du bist Phil, oder? Ich bin hier, um dir zu helfen. Echt jetzt? Oh, du wunderbarer Ort, wer auch immer du bist. Lass du eine Mann, der ist keine Neuigkeit. Unter sozialer Phobie leiden. Sie werden mich töten, wenn ich mich an den Piratenanwalt vor Gericht verteidige. Es gibt ein Problem. Ich bin keine Piratenanwältin. Ach, absolut jeder kann Piratenanwalt sein. Sag einfach, ahoi, ich bin ein zugelassener Piratenanwalt. Und alles ist gut. Moment. Der Kerl klingt auf jeden Fall richtig böse. Wer sagt uns das? Alles klar. Holen wir diesen total vielleicht nicht bösen Typen da raus. Halt! Was soll das? Nein, nicht. Wer bist du? Ich will nicht. Phil! Wo bist du, Kumpel? Hörst du mich? Immer daran denken. Aussehen ist alles. Das ist eine verdammt detaillierte Karte, muss ich ja sagen. Wir haben doch alles vermessen. Wir töten dich und rauben dich aus. Also gut, der Kerl behauptet, ein Zertifikat der Nichtboshaftigkeit von Arschgaul in seiner Höhle zu haben, richtig? Oh, hey, du hast dir etwas ganze 17 Sekunden lang gemerkt. Ich staune über dein tolles, tolles Gehirn. Danke, solltest du auch. Dann müssen wir wohl den Weg finden, was? Ganz genau, Trottel. Findet den Weg. Zeigt nur, wo die Stadt hier ist. Dann solltet ihr einen Einheimischen fragen, was? Typ da sieht aus wie ein Einheimischer. Vielleicht hilft er uns. Ja, aber wir müssen uns entsprechend verhalten. Also piratisch. Was willst du? Deinem Aussehen nach bist du kein Pirat. Du nichtsnutziger, dreckiger Hund solltest lieber glauben, dass ich eine Piratin bin. Das war echt filmreif. Oh, du bist also ein Pirat, ja? Du musst es auch beweisen. Wie willst du das machen? Ich beweise es, indem ich Phils Höhle plündere. Wo genau finde ich sie? Eine tolle Idee. Ich liebe das Plündern. Dieser Weg führt zu Phils Höhle. Du brauchst aber Glück, um hineinzugelangen. Oh, und ein paar andere Seebären sind ebenfalls dorthin aufgebrochen, um sie zu plündern. Du hast also Konkurrenz. So.
gefächert und im Anschlag. Wie zum skorbutkranken Seemann sollen wir da noch reinkommen. Ich hätte nicht übel Lust, diesen Zauberer Kiel zu holen. In der Nähe sein. So funktionieren diese Rätsel immer. Ich weiß. Dachtest du, ich weiß das nicht? Wenn es doch nur ein bisschen. Jetzt müssen wir nur noch dieses Zertifikat der Nicht-Boshaftigkeit finden. Aber ich traue ihm immer noch nicht. So stimmistisch. Ja, ja. Ich habe ihm keine super böse Stimme gegeben. Das warst du. Vielleicht wollte ich ja nur herausfinden, wie viele Vorurteile meine Spieler haben, hä? Schon mal daran gedacht? Ich gebe zu, daran habe ich nicht gedacht. Ja, hast du nicht. Na schön, ich bin ein Stimmist. Seid ihr jetzt zufrieden? Hey, Einsicht ist der erste Schritt. Ach, komm schon. Mal sehen, wenn ich hier bin, dann heißt das... Tja, was heißt das dann nur? Von meinem eigenen Magazin betrogen? Du hast keine Chance. Bereit und tödlich. Jetzt wird gezaubert. Nun, das ist echt enttäuschend. Was? Hast du ein super gruseliges Versteck für Bösewichte erwartet? Oh, nein. Nein. Nein, nein, nein. Vielleicht. Egal. Finden wir dieses Zertifikat. Siehst du? Siehst du? Das sah super böse aus. Hältst du immer noch daran fest? Oh, so ein Mist. Es ist echt. Und das ist der rechte Hufabdruck von Königin Arschgaul. Den erkenne ich überall. Siehst du? Er ist nicht böse. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt müssen wir uns nur noch einen Weg in Strolchsein hineinschauspielern. Fieser als Malevotron der Ungnädige. Oder ich will nicht mehr Sir Finbreaker heißen. Aber so heiße ich.
das Tor öffnen. Aber du solltest wissen, dass du nicht so einfach zum Gefängnis kommst. Das Tor ist fest verriegelt wegen dieser gruseligen Totems, die Schielauge Phil überall in der Stadt aufgestellt hat. Die echt ansehnliche Wache da oben lässt niemanden durch, bevor sich jemand darum gekümmert hat. Phil platziert also gruselige Totems in der Stadt? Das könnte schlecht für unseren Fall sein. Dann lass uns die Beweise zerstören. Ganz einfach. Da sind wir einmal der gleichen Meinung. Zerstören wir Beweise. Wow, wo kam das Ding denn her? Ich hab da eine Theorie. Magst du sie den anderen auch verraten, Fred? Ahoi, Herzchen! Komm her! Starke Fleck in der Geide! Okay, ich erkenne hier ein Muster. Noch ein Hinweis, dass meine Theorie richtig ist. Du bist nicht zufällig bereit, deine Theorie zu teilen? Nein, bin ich nicht. Weißt du, es scheint, als hätte Phil diese Totems platziert, um die Piraten vor den Monstern zu schützen. Genau das war meine Theorie. Ach, war sie das? Wirklich? Oder behauptest du das nur, nachdem ich es herausgefunden habe, um verdammt schlau zu tun? Ich brauche deine Bestätigung nicht. Egal. Die Beweise sind zerstört. Wir müssen nur noch hoch zum Gefängnis, um unseren Klienten zu verteidigen. Anschlagrüstung ist kostbare Beute. Wenn man sie trägt, ist man unsterblich. Das sagt zumindest die Legende. Irgendwie hat Gewehr den Schatz die Rüstung vom Leib gerissen. Es sei denn, der... Er muss magische Teufelei benutzt haben. Die Hexendoktorin ist eine alte Freundin. Ihre Magie hat mir bei mancher sauren Seegurke geholfen. Die sind wie normale Seegurken, nur sauber. Hey, zurück und keinen Schritt weiter. Du hast hier nichts zu suchen. Oh nein. Also, danke, dass du diese Totems beseitigt hast. Aber hier haben nur Piraten gefangen, ne? Piratenwärter, Piratenrichter und Piratenanwälte zuständig. Als zugelassene Piratenanwältin finde ich das ziemlich beleidigend. Ich vertrete Phil vor Gericht. Oh, na schön. Verzeiht mir eure Ehrbarkeit. Wenn das so ist, darfst du passieren. Oh, na dann viel Glück bei der Verteidigung von Schielauge, Phil. Du wirst es brauchen. Der Kerl ist der böse Herr des Bösen. So war ich Churl Pinbreaker heiße. Und so heiße ich. Zeigt, wie man das macht. Gut, suchen wir unseren Klienten. Vielleicht steckt er noch in dieser Kiste. Zu mir, meine Herzeleins! Keine Antwort. Er ist nicht da drin. Er ist weg! Verdammt! Sie haben ihn wohl schon ins Gefängnis gebracht. Wir müssen ihn aufspüren. Dann müssen wir wohl rausfinden, wie wir da hochkommen. Das scheint unser einziger Weg vorwärts zu sein. Oh Mann, hoffentlich nicht noch ein Rätsel. Nein, wackelige Plattformen an der Klippe. Oh, toll. Eine beherzte Rafferei ist gut für den Luftdruck.
abgeschlossen aus. Ja, ja. Aber es gibt immer einen Weg raus. Außer es ist eines der Gebäude, dessen Innenleben der Bunkermaster noch nicht ausgearbeitet hat. Dies ist nur Dekoration. Was redest du denn da, Fred? Ich bin nur Meter. Du bist nur schräg. Von Illegant. Mach mehr. Diese Wand sieht brüchig aus. Oh, in der Tat. Manchmal mache ich mir einfach eine Tür, wenn ich keine finde. Echt? Wie heißt dieser Zauber? Nein, ich meine mit einer Explosion. Du bist nur ein einfacher kleiner Mann, oder? Ich bin nicht klein. Okay, ihr seht eine Kanone. Wow, du kommst uns echt entgegen, was? Ja, ich wollte nicht, dass ihr festhängt. Festhängen, verlängern. Das siehst du gerne. Krieg dich wieder ein, Armleuchter. Wir müssen doch unseren Klienten finden. Also, ich habe mir die Statuten des Piratenrechts durchgelesen. Ihre gesetzliche Definition von böse lässt viel Raum für Interpretation. Ach ja? Und wo kann ich das bitte schön nachlesen? Anhang R. Ha! Was? Du kapierst du's nicht? Dann vergiss es. Ah, jetzt verstehe ich. Wirklich? Nein. Weiter zum nächsten! Diesen Schwachkopf zu verteidigen. Schwachkopf geht nun wirklich zu weit. Nun dann, berate dich mit dem Beschuldigten, der wahrscheinlich schuldig ist. Wir fangen jeden Moment an. Okay, wie lautet dein Plan? Ich habe einen komplexen Rechtsfall vorbereitet, der eine kaum bekannte Piratengesetzlücke basierend auf dem Fall Rumbart gegen Grogbart ausnutzt. Nein! Zeig einfach das Zertifikat und sag ihnen, dass ich ein netter Kerl bin, der nur helfen will. Das Gericht tagt jetzt. Der halbwegs ehrenhafte Richter Boll hat den Vorsitz. Das bin ich. Richter Boll, wir sind hier, um den Fall eines gewissen Schielauge Phil zu verhandeln. Er wird von so gut wie allen beschuldigt, super böse zu sein. Falls die Verteidigung Beweismittel vorzulegen hat, möge sie das jetzt tun. Euer halbwegs Ehren, dieses Zertifikat der Nicht-Boshaftigkeit soll als Beweis dienen, dass Phil nicht böse ist. Er ist eigentlich ganz nett, wenn man ihn erstmal kennenlernt. Ein was? Oh,
Einspruch. Abgelehnt. Verdammt. Moment mal, das geht so nicht. Noch so eine Trickserei und ich belange dich wegen Missachtung des Gerichts und überhaupt. Na, und jetzt muss ich mich mit meinen Beisitzern über die vorgelegten Beweise beraten. Ja, könnte sein, ja, möglicherweise, ja. Na, das läuft nicht so gut. Es wurde festgestellt, dass das Zertifikat der Nichtboshaftigkeit haltlos ist. Ich will nicht sterben! Ist es vorbei? Habe erst jede Menge Korpus, was? Meine Güte. Ich wollte nicht, dass es so läuft. Ich war für Leben und Leben lassen. Weißt du? Ich glaube, ich muss was Tiefsinniges zur Natur des Bösen sagen. Und das wäre? Moment. Ich denke nach. Schon okay, lass dir Zeit. Das Böse ist scheiße.